Wir lernen jetzt in die Halachot von den Korbanot, von den Opfer, und der Rambam sagt uns, in der Mitzvah von dem Tag, dass wenn man die Korban bringt, einer von den notwendigen Maßnahmen sind, Smicha zu machen, die Hand zu legen auf den Kopf von die Kohe, von die Korban, beide Hände zu legen auf den Kopf von die Korban. Und die Smicha wird gemacht durch derjenige, die die Korban liefert. Die Smicha muss gemacht werden direkt vor die Schritte und das eigene diese Opfer direkt vor Gott sozusagen. Weil es gibt eine Diskussion zwischen der Rambam und der Ramban, was der Zweck von dem Beit HaMikdash ist. Einer sagt, der Zweck ist, die Schritte auf die Welt zu bringen. Der andere sagt, der Zweck ist, Korbanot zu liefern. Das ist kein Streit. Einer sagt von oben nach unten und einer sagt von unten nach oben. Was Hashem macht für uns, ist die Schritte. Was wir machen für Hashem ist, die Korbe nach oben zu bringen. Jetzt, weil die Smicha muss sein direkt vor dem Opfer, was passiert? Es gibt mehr als ein Eigentum. Sagt der Rabbi, wenn es zwei Eigentümer gibt, machen die Smicha zusammen. Aber wenn es fünf Eigentümer gibt, dann machen sie eine nach die andere. Stellt sich die Frage in den Kommentar. Du hast jetzt gesagt, es muss sein direkt vor dem Opfer. Und wenn eine macht nach die andere, dann ist es nicht direkt vor. So endfertig kommt die Magen Mischung der Folgendes. In Wirklichkeit muss es sein, direkt vor dem Opfer. Aber es gibt zwei Mitzvot. Eine Mitzvot ist von dem Opfer selber, dass er das Smicha haben. Die zweite Mitzvot ist von dem Eigentümer, dass er das Smicha machen. Wenn wir sagen, das muss sein von dem Opfer selber, das ist, was muss sein direkt vor dem Korban. Aber von dem Eigentümer muss es nicht sein direkt vor dem Korban. Deswegen, die letzte, was macht es, für die Opfer selber ist es direkt vor die Korban. Aber die Eigentümer, für ihn muss es nicht sein direkt vor die Korban. Es muss sein im Zusammenhang. Wie man wascht die Hände für Brot. Man soll nicht eine Pause machen, bis man die Brot lässt, damit man so wissen, dass die Hände waschen haben mit dem Brot und so weiter. Und deswegen kommen bei mehreren Menschen machen das eine nach dem anderen. Heute ist die vierte Tag in Monat Sivan. Die Tag, was wir haben bekommen am Berg Sinai, die Aufgabe, sich zu trennen, heilig zu machen, um vorbereiten, sich die Tora zu erhalten, die Mitzvah von Prisha. Chag HaShavuot ist eine fähige Zeit, sagt der Rebbe, zu lernen Torah und sich stärken in Yirat Shamayim und sich beschäftigen im Tshuva. Die Satan geht schlafen für Shavuot. Stört uns nicht. Genau wie bei diesem Mann von Tkiot, Rosh Hashanah und bei dem Fasttag von Yom Kippur. Die, was wir uns schneiden die Haare, sollen es heute machen, in doppelter Mitzvah. Wir sollten das machen vor Chatzot, vor Halbtag. Das ist ein Kabbalah.